Herzlich willkommen zu einem Tutorial der Stadtbibliothek Köln. In diesem Tutorial erkläre ich Rosetta Stone. Rosetta Stone ist eine Anwendung, mit der man Fremdsprachen lernen kann. Das geht am Laptop oder am PC, aber auch am Smartphone und am Tablet. In diesem Video wird erklärt, wie das am Laptop und am PC funktioniert. Das Video, wie das am Smartphone oder am Tablet funktioniert, das habe ich unten in den Beschreibungen verlinkt. Da könnt ihr dann auch einfach drauf gucken, klicken, wenn ihr das sehen wollt. Ich lege dann auch gleich los. Ich bin auf der Homepage der Stadtbibliothek und wie alle unsere digitalen Angebote findet ihr Rosetta Stone unter digitale Angebote. Hier müsst ihr runterscrollen, vorbei an den Streamingdiensten, an den Pressesachen, an der Onleihe, an den Nachschlagewerken bis hin zum Punkt Lernen. Hier findet ihr Rosetta Stone und passend dazu darunter auch Phase 6, unsere Anwendung zum Vokabellernen. Rosetta Stone ist eine App, mit der ihr über 25 Sprachen lernen könnt. Englisch, Französisch, sowas, was man auch in der Schule lernt, aber zum Beispiel auch Chinesisch oder Farsi, was ihr vielleicht nicht unbedingt in der Schule hattet. Und die Übungen finden dann statt mit Sprechen, Lesen und Schreiben, also alles ist mit abgedeckt. Das Besondere an Rosetta Stone ist, dass es kein gewöhnlicher Sprachkurs ist, sondern dass das Lernen der Sprache dem Erstspracherwerb von Kindern ähnelt. Ist also ein bisschen anders vom Prinzip her, kommen wir aber trotzdem sehr gut mit klar und man lernt spielend einfach Fremdsprachen. So, ich bin hier ja schon bei Rosetta Stone. Bevor ich jetzt hier draufklicke, möchte ich euch noch einmal den Hinweis geben. Hier unten gibt es den Punkt Anleitung zu Rosetta Stone und Pressreader. Den kann ich mir über dieses Plus hier aufklappen und finde da auch nochmal detailliert Anleitung und weitere Informationen zu Rosetta Stone Sprachkursen. Hier nochmal Infos und dann den Zugang über den Webbrowser. Und hier auch die Liste oder die Anleitung, wie das über die App funktioniert. Aber wie gesagt, das habe ich in dem ersten Video auch schon erklärt. So, ich klicke jetzt hier einmal auf Rosetta Stone Login. Da öffnet sich das neue Fenster. Hier muss ich wie immer Geheimnummer und PIN eingeben, damit das System gucken kann, ob mein Bibliotheksausweis aktuell ist. Also aktiv ist. Wenn das der Fall ist, werde ich auf diese Seite weitergeleitet. Nicht erschrecken, dass das auf Englisch ist. Das kann man ganz einfach umstellen, indem man hier oben neben dem Wort Englisch auf den blauen Pfeil klickt und einfach Deutsch auswählt und schon wird die Seite auf Deutsch angezeigt. Hier wird jetzt nochmal ein Benutzername und ein Kennwort abgefragt. Nicht irritieren lassen, das ist nicht nochmal eure Ausweisnummer, die habt ihr ja bereits eingegeben. Das ist jetzt eine Abfrage von Rosetta Stone, damit sie den Lernfortschritt auch explizit euch zuordnen können. Der Benutzername ist in dem Fall eine E-Mail, das kann die E-Mail sein, die ihr so im alltäglichen Leben gebraucht. Das kann aber auch eine ausgedachte E-Mail sein. Wichtig dabei ist nur, wenn ihr eine ausgedachte E-Mail habt, dann funktioniert sowas wie eine Passwortherstellung nicht. Da wird immer was an die E-Mail-Adresse gesandt und wenn die nicht funktioniert, dann kann man auch ein Passwort nicht wiederherstellen. Dann sind eure Lernfortschritte für euch nicht mehr zugänglich, wenn ihr das Passwort vergessen habt. Ich denke mir jetzt einmal eine E-Mail-Adresse aus und nehme dom@köln, upsala, ein Tippfehler, köln.de. Das ist natürlich jetzt eine ausgedachte E-Mail-Adresse und gebe ein Passwort ein, was ich mir auch einfach ausdenke und wähle dann die Sprache aus, die ich lernen möchte, in dem Fall Französisch. Dann klicke ich auf Anmelden und werde weitergeleitet. Diese Seite hat jetzt noch nicht sonderlich viel mit dem Lernen von Fremdsprachen zu tun. Hier muss man bitte noch einmal auf diesen ersten Link klicken, Rosetta Stone Foundations starten. Und dann lädt sich die Seite, wo man mit dem Sprachkurs beginnen kann. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, hier habe ich schon etwas gemacht. Das heißt, ich habe die E-Mail-Adresse schon einmal benutzt. Das stört uns aber nicht weiter. Ich kann trotzdem alles zeigen. Am besten starte ich einfach einmal, indem ich
die Hauptlektion aufrufe und hier weitermache, wo ich aufgehört habe. Und hier werde ich jetzt gefragt, möchte ich zum Ergebnis zurückkehren oder möchte ich neu starten? Ich möchte mit dem starten, was ich habe. Jetzt muss ich mich entscheiden, möchte ich die Sprachübung aktivieren oder nicht. Ich kann das Ganze ohne Sprachfunktion machen. Dann ist zum Beispiel hilfreich, wenn ich kein Mikrofon habe. Dann fallen halt die Übungen weg, wo ich selber sprechen muss. Ich kann aber auch Rosetta Stone Zugriff auf mein Mikrofon gewähren und dann die Sprachübung machen. In dem Fall mache ich das jetzt ohne Sprachfunktion, einfach weil es für mich einfacher ist. Bonjour. Bonjour. Mir wurde jetzt das Wort Bonjour vorgelesen. La fille mange. La fille boit. Le garçon mange. Genau. So. La fille mange wurde mir vorgelesen, la fille boit wurde mir vorgelesen und jetzt kommt hier oben der Punkt le garçon mange und jetzt muss ich diesen Satz einem Bild zuordnen. In dem Fall ist es das Bild, weil hier der Junge den Apfel isst. Le Und das garçon ist boit. richtig. Jetzt wurde vorgelesen le garçon boit. Jetzt kann ich auf den Jungen klicken, der die Milch trinkt und habe diese Aufgabe erfolgreich abgehakt und bin Une fille, bei der un nächsten. garçon. So spielt Rosetta Stone das einfach nacheinander durch. Ihr seht also, es ist total simpel. La fille boit. Ich Le kann garçon. die Übung pausieren, indem ich unten links auf dieses Pause drücke. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man eine kleine Lärmpause braucht oder eine Pinkelpause haben möchte. Wenn ich da erneut drauf drücke, wird das Ganze Garçon boit. fortgesetzt. La fille Wenn ich mir mal mange. nicht ganz sicher bin, Le garçon wie mange. das Ergebnis aussehen könnte, oder ich habe so das Gefühl, ich muss mal so ein bisschen spinksen, dann kann ich Une femme, un homme, hier auf dem un Auge homme. Antworten anzeigen lassen. Das ist neben diesem Pausezeichen. Und ihr seht, dann werden mir die Antworten angezeigt und mit dem Klick auf das Auge kann ich die Antworten auch wieder ausblenden. Ich kann hier sehen, wie viele Aufgaben ich übersprungen habe, wenn ich über diese drei Punkte unten rechts fahre, wie viel ich richtig gemacht habe und wie viel ich falsch gemacht habe. Und ich kann aktiv Aufgaben überspringen. Ihr seht das auch immer hier unten in dieser Leiste. Die grünen Häkchen sind die richtigen. Das blaue ist der, wo ich mich gerade befinde. Und das dazwischen sind die, die übersprungen wurden. Genau. So. Ich gehe mal zurück auf Lernen, weil ich die Lektion jetzt nicht komplett durchmachen möchte. Und komme wieder auf diese Seite. Wichtig für euch zu wissen, der eine hatte schon mal Französisch in der Schule, der andere fängt von vorne an. Rosetta Stone bietet die Möglichkeit, dass jeder seinen idealen Einstiegspunkt findet, wenn man sich mit den Einführungssätzen nicht wohlfühlt, weil sie viel, viel, viel zu einfach sind, dann habt ihr die Möglichkeit, die Einheit zu wechseln. Nur zur Übersicht für euch, wir sind jetzt in Einheit 1, die heißt Einführung und diese Einheit hat 4 Lektionen. Wenn ich jetzt auf Menü anzeigen klicke, dann habe ich hier weitere Einheiten. Einheit 2 heißt zum Beispiel Begrüßung und Vorstellung. Einheit 6 heißt zum Beispiel Vergangenheit und Zukunft und so weiter und so fort. So kann ich durch die Einheiten wechseln und dann innerhalb der Einheiten die Lektionen machen. Ihr seht schon, das hat jetzt nicht diese Sprachniveaus A1, A2, B1, die man vielleicht von diesen normalen Sprachkursen kennt, aber ihr könnt das Ganze umrechnen, indem ihr euch einfach merkt, Einheit 1 bis 4, das entspricht dem Sprachniveau A1, Einheit 5 bis 12, das entspricht dem Sprachniveau A2 und Einheit 13 bis 20, das entspricht dem Sprachniveau B1. So kann man sich das ein bisschen umrechnen, damit ihr euch das besser merken könnt oder vielleicht aufschreiben wollt, habe ich euch auch das einmal in die Videobeschreibung reingepackt. So, ich wechsle jetzt einfach mal auf eine andere Lektion, nämlich Essen und Urlaub, Entschuldigung, auf eine andere Einheit. Und ihr seht, ich bin jetzt in Stufe 2 drin, das, was ich eben gesagt habe. Und habe dann die Möglichkeit, meinen Kursschwerpunkt auszuwählen. Das heißt standardmäßig oder einen Schwerpunkt auf Sprechen und Hören setzen
oder einen Schwerpunkt auf Lesen und Schreiben setzen. Ich kann das also ganz individuell anpassen. Ich wähle jetzt einfach mal Standard aus, sage Übernehmen. Und ihr seht, hier kann ich jetzt wieder meine Hauptlektion starten oder die Aussprache starten. Ich kann auch in Lektion 4 wechseln und hier die anderen Übungen machen. Alles kein Problem. Rosetta Stone bietet neben diesen Lerninhalten, in denen ich gerade bin, auch noch erweiterte Lerninhalte. Das ist zum Beispiel ein Sprachführer und ein Audio-Kompagnon. Der Sprachführer, das sind wichtige Sätze oder gebräuchliche Sätze und zu bestimmten Themen nochmal zusammengefasst. Zum Beispiel Begegnung mit Menschen, Höflichkeitsform oder auch sehr praktisch für den Urlaub im Hotel, wenn man ein- und auschecken möchte. Und diese Sachen kann man sich anhören und nochmal nachsprechen und kann so seine Aussprache verbessern. Es gibt auch noch den Audio-Kompagnon, den zeige ich euch einmal. Der öffnet sich in einem neuen Fenster. Und hier kann ich jetzt MP3-Dateien herunterladen zu einer bestimmten Sprache und kann mir diese anhören und auch so unterwegs ein bisschen was machen. Alternativ kann ich natürlich auch unterwegs die App öffnen. Hier seht ihr auch nochmal die Stufe 1 ist Einheit 1 bis 4, Stufe 2 ist Einheit 5 bis 8, Stufe 3 ist Einheit 9 bis 12 und so weiter und so fort. Und unten in der Videobeschreibung habt ihr ja die Umrechnung in die Sprachniveaus. So. Wenn ihr jetzt Rosetta Stone für euch noch ein bisschen individualisieren wollt, dann könnt ihr auch hier auf die Einstellungen gehen, oben rechts. Da könnt ihr dann zum Beispiel auswählen, ob ihr vom Stimmtyp eher männlich oder eher weiblich seid oder ob es vielleicht ein Kind ist, das gerade lernt. Das ist wichtig, wenn man die Sprachübungen macht, dass die richtig erkannt werden. Ich kann die Lautstärke einstellen, ich kann den Ton für Antworten deaktivieren. Aber viel wichtiger, ich kann hier auf die Kurseinstellungen gehen, kann hier noch sagen, Groß- und Kleinschreibung beachten, Zeichensetzung und so weiter. Und ich kann meine Kurseinstellungen ändern. Eben hatte ich ich muss hier einmal, bevor ich das mache, aus dem Sprachführer raus, entschuldigt. So. Jetzt gehe ich nochmal auf Kurs und sage Kurseinstellungen ändern. Und ihr hattet eben gesehen, dass ich das bei Stufe 2 ausgewählt habe. Das kann ich hier auch nachträglich ändern. Also von Standard dann weggehen zu erweitert oder zur erweitert mit Leseeinführung oder sonst was. Also nicht erschrecken, wenn ihr da irgendwas Falsches in Anführungsstrichen auswählt. Ihr könnt das im Nachhinein auch noch ändern. Ich will es jetzt gar nicht ändern, deswegen sage ich Änderung verwerfen und bin auch schon fertig mit Rosetta Stone für die Anwendung am PC. Ich hoffe, das kann euch weiterhelfen und ihr habt in Zukunft sehr viel Spaß damit, über Rosetta Stone eine neue Fremdsprache zu lernen. Wenn immer noch Fragen sind, dann schreibt es in die Kommentare oder kommt persönlich in der Bibliothek vorbei oder nutzt unser Kontaktformular. Wir sind auf jeden Fall für euch da und erreichbar, wenn ihr Probleme haben solltet. Okay, bis dann und auf Wiedersehen.